wasserreiche Region wie Brandenburg braucht viele Brücken. An manchen Orten müssen diese Brücken beweglich sein, damit der Verkehr sowohl auf der Straße als auch auf dem Wasser fließen kann. So zum Beispiel am Langen Trödel, dem westlichen Teilstück des Finow-Kanals zwischen Zerpenschleuse und Liebenwalde. Zwei Klappbrücken und eine Hubbrücke sorgen an diesem wichtigen touristischen Knotenpunkt dafür, dass Freizeitkapitäne freie Fahrt haben und Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sicher auf die andere Seite des Flusses gelangen. Während Klappbrücken, wie der Name bereits sagt, seitlich aufklappen, wird bei Hubbrücken der gesamte Fahrweg gleichmäßig angehoben. Damit die Brücken rund um die Uhr funktionieren, werden sie durch die Kredler Fördertechnik GmbH instand gehalten und regelmäßig gewartet. Dazu gehören turnusmäßige Kontrollgänge und ein Bereitschaftsdienst. Unsere Serviceleistungen sind ISO-zertifiziert und werden nach den jeweils aktuellen Richtlinien, Bestimmungen und Normen durchgeführt. Auch für eventuelle Reparaturen bieten wir schnelle und unabhängige Lösungen. Unseren Konstrukteuren, Maschinenschlossern und Elektroingenieuren kommen dabei die Erfahrungen aus dem Fahrtreppen- und Aufzugsbereich zugute. Sollten Ersatzteile nicht mehr am Markt verfügbar sein, stellen wir diese in unserer firmeneigenen Werkstatt individuell her. Zu unseren Leistungen gehört zudem die Abwicklung technischer Prüfungen von Brücken. Neben Klapp- und Hubbrücken kümmern wir uns übrigens auch um Wippbrücken, Schrägseilbrücken und Zugbrücken. Grädler Fördertechnik, denn Service ist Vertrauenssache.